ISO 45 vs. RP5, gefühlstechnisch würde ich sagen, ISO hat die bessere Time to Kill. Ich glaube, die ist stärker als die RP5. Aber halt auch wieder schade, wenn du einen Aufsatzplatz brauchst für ein Visier. Das ist natürlich auch wieder nicht so geil. Wenn... Was du hier halt wirklich in Solos sehr easy machen kannst, kurz landen, in einem Haus, bisschen Geld sammeln und dann Loadout kaufen. Sehr gut, dass er nicht geschlagen hat. Er hat die Kasse sogar gelootet. Die Mistsau. Die Mistsau! Moin, Janik. Hier vor allem, wo ich lande, ist eigentlich echt ein guter Landespot. Hier sind immer auch einige Kassen. Geld. Da liegt eine Kronen. Aber bei der Kronen genau das gleiche mit dem Visier. Auch schrecklich, finde ich. La 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 la. Das war wirklich nicht geplant eigentlich. Und man sollte. 5 Aufsatzkronen. Ui. Ja, jetzt habe ich gerade so geflext, dass das übel einfach geht, hier kurz ein, zwei Häuser zu looten, dann hat man Geld für Loadout. Ich habe 2,6. Da liegt Geld, da liegt Geld. Krone, richtig. Geld, Geld. Goldene Kiste mit wenig Geld. Goldene Kisten auch verarschen im Game, sage ich. Goldene Kisten wirklich verarschen, verarschen im Game. Schmelf. Wie viele feindliche Drohnen? Da kommt nie Geld raus, ne, aus den Waffenschränken. Okay, nee, das ist nur ein Treppenhaus. Ey, die Lordkiste kommen, glaube ich, erst noch. Ich glaube, die gibt's noch nicht. Ja, sehr gut. Wie laut das Geräusch ist von der Drohne einfach. Hilfe. Sehr korrekt von ihm. Zack, 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 zack. Und zack. Piep, 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 piep. Ach stimmt, der Loadout kommt ja überschnell. Gerade gedacht, ich muss doch mal so lange warten. So, kein einzigen Schuss Muni. Komplett 4 Kilometer daneben. Kann man da hoch? Nee, ne? Nee. Nope. Ja. Oh ja. Das Problem ist, auf Range musst du halt so weit davor zielen. Jetzt sieht es halt so unfassbar shit aus, wenn du was falsch prediktest. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. War gar nicht so. Gar nicht so schlecht an Oscar, oder? Der Kollege hin, ist der hier unter mir wieder rein? Ne, ist ganz weg. Unterwegs. Irgendwie sieht man die roten Punkte ganz schlecht auf der Map. Treppenhaus.
Ja, also hier ist geil zum Looten, aber hier ist nicht geil zum Fighten, wo ich gerade bin. Er saß einfach auf der rechten Seite. Ich fass es nicht. Er hat nicht geschossen. Unbelievable. So, einen kleinen, schmalen Taler bräuchte ich jetzt noch. Ich finde noch eine Drohne. Oder ich finde einfach eine. Geht natürlich auch. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ach du Scheiße. Nein. Smarte Idee. Spring doch wenigstens dann ganz runter. Haben da oben auf dem Dach nicht irgendwelche gefightet oder so? Weggeschwungen. Der Feind nähert sich. Er ist wieder oben. Und der läuft nochmal in die Clustermine. Hä? Jungs! Oh, Baby! Nein, da geht's nicht hoch, ne? Fuck. Wasser, 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 Wasser. Ich hab's genau gehört. Junge, es kracht hier aber auch, ne? Muss man auch sagen an der Stelle. Moin. Was war da los? Kracht aber auch. Oh, das wäre so ein insaner Shot gewesen. Perfekte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Schussverkauf aktiv. Hätte ich schon mitnehmen können, den Kill. Egal. Erstmal kurz safe nach der ganzen Aufregung hier gerade. Erstmal kurz safen. Was geht da vorne ab? Feinde landen im Einsatzgebiet. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Die Kerzen warten zurück. Nein. Jungs, also. Wer da einfach mitgucken wollte. Und er dachte, er kann auch was abstauben mit seiner Pistole einfach. Das Wiederauferstehungsfenster schließt sich. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Schussverlauf beendet. Alle Preise wieder normal. Feindliche Drohne über uns. Der Feind nähert sich. Vorbei. Nehmen wir mal lieber mit. Kein Plan auf Range, Leute, in der Luft, by the way, mit dieser Explosivmuni. Das ist so eine komische Bullet Velocity dann. Noch an einem solchen Visier gesprungen einfach. Gar keine Ahnung, was ist das? Nein.
Feindliche Drohne aktiv. Das ist doch. Hab ich doch richtig gehört hier. Noch 25 übrig. Gute Arbeit bisher. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Mastermind. Komplett dumm. Komplett Gegenteil vom Mastermind. Komplett Gegenteil vom Mastermind, da dann runterzufallen wie ein Vollidiot. Oh, man. Es kracht, es kracht. Seid alle mit dabei. Na na, na na. Nicht das. Drei, zwei, eins. Nur noch 10 übrig. Der Sieg ist. Scheißlauf, lieber Posi. Erbitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Thron ist online und kreist über Einsatzgebiet. Mann! Hurensohn! Mann, komm doch in den gescheiten Gunfight und nicht. Oh, ich bin eine Pussy, ich kann nicht fighten ohne Stun. Mann, wirklich, man kann nur verlieren, wenn der Gegner es nicht anders hinbekommt. Ach, Digga. Stun, so eine dumme Erfindung. Wirklich. Ich hasse Stuns. Ich hab Proximity Chat an. Das hatten auch Leute schon, Hot Mics. Aber wie dämlich, Digga. Er ist wirklich, er ist, sag ich jetzt auch, wie es ist. Er ist nicht der bessere Spieler, er ist shit. Er hat nur den Gunfight gewonnen, weil er einfach einmal L1 gedrückt hat. Ich hasse es so sehr, ehrlich. Stunts raus aus COD. Braucht kein Mensch. Bei Flashes kannst du noch wenigstens wegrennen oder sowas. Und wissen mit Game Sense, okay, ich muss ungefähr da und da gerade sein, obwohl man nichts sieht. Aber mit Stunts bist du einfach gelähmt, Digga. Das ist so dämlich, wirklich. Das ist so dämlich. Oh. Wo schießt der Mann hin? Gutes Aim da. Ich gucke ihm jetzt auch zu und ich mache Auge. Ja, also so kacke. Na, da würde ich auch Stunt spielen, wenn ich so shit wäre. Weil man sieht ja, sonst kann er leider keine Gunfights gewinnen. Ach. Von so einem Loser sterbe ich. Wegen L1 gedrückt. Scheibenwischer, ey. Jetzt wissen wir, warum er Stunts braucht, ja. Wieder wirklich der absolute Beweis gewesen. Oh mein Gott. Hä, wusste der nicht, dass der unter ihm ist? Naja. GG's. 21 Kills. Oh Mann, ey. Oh Mann. Und raus. Den würde ich gerne mitgenommen. Schade.